Dellem, ein Orlaner im Bezirk Altlied, vermisst die lebhafte Menge, die auf dem Platz tanzte und sang, bevor die Kälte vom Mittagsfrost sie vertrieb. Dellem glaubt, wenn er das Fleisch von drei seltenen Singvögeln isst, stärkt sie seinen Geist und er kann die Mengen zurückholen. Dellem hat mir nützliche Informationen über die Vögel gegeben, die er sucht. Der Tierarm ist unter Glam Fantasien sehr beliebt und wird meist in Käfigen gehalten, ist aber dennoch schwer zu finden. Den muss ich wahrscheinlich irgendwo kaufen. Der Scherbenflügel ist ein kleiner Vogel, der meist im Unterholz in der Nähe von großen Adlergebilden lebt, wo sein leuchtend türkises Gefieder ihm eine gute Tarnung verschafft. Schließlich wird Dellem ein Wolkensinger, ein äußerst seltener und schwer zu findender Vogel, der nur in den Felsen der höchsten Berge von Erglanfahrt nistet. Ja, hier sind Kinder unterwegs. Ich suche aber eigentlich Hivarias-Druiden. Ich meine, steht dazu noch irgendwas? Irgendwas Neues? Das wäre... ja, der Gestalten. Bis jetzt haben wir aber keinen Druiden gefunden. Hier steht ein Antilopengefährte rum. Ich weiß gar nicht, wo sind wir gerade? Ach, unterhalb von Galloways Rachen. Hi, Katze. Ich habe noch nie einen Estrabo gesehen. Ja, jetzt siehst du einen. Oh, Scheiterhaufen, wie schön. Hallo, Urwa. Hail, Estramor. Ein Orlaner blickte den Himmel. Orlana blickte den Himmel, offenbar tief in Gedanken versunken. Gelegentlich pafft sie an einer Holzpfeife und pustet perfekte Rauchringe. Was steht vor mir? Sie wischt sich mit dem Handrücken die Lippen ab, ihre Zähne ungleich und spitz und sind rot gefärbt. Ich sehe nicht oft Estramorn. Sie pickt die Reste einer ockerfarbenen Wurzel aus ihren Zähnen und glaube mir, ich sehe viele Dinge. Vielleicht willst du sie auch sehen, ja? Sie deutet auf sich auf verschiedene Pflanzen, Wurzeln und Fiolen, die auf dem Teppich liegen. Dann lass mal sehen, was du anzubieten hast. Ich zeige dir gerne, was ich habe. Schriftrollen, ein Haufen Kräuter, aber ich sehe kein Vögelchen. Schade. Just be glad we aren't going through the back door to this place. Bin ich nur froh, dass wir diesen Ort nicht durch die Hintertüre betreten. Ja, er meint den Hinterausgang wohl eher. Aus der Höhle im Kopf der Bestie dringt ein feuchtkeitsschwüler Luftzug von einem Steiner, von den steinernen Zähnen tropft Kondenswasser. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, war es Galloways Rachen oder war es die Kriegerhalle? Wo wir eine Quest für den Göttern für kriegen. Also ich glaube sogar von Magran. Oder von Galloway. Aber nee, das hier sieht nicht danach aus. Das hier sieht nämlich klein und unscheinbar aus. Der Feind wird nicht warten, lass die Blutfarbe fließen. Aber nee, hier sind die Reißzähne drin. Galloway's Schlund. Hm.
Vielleicht kann mir dann doch noch mal die Anamphat in Herdlied helfen. Deswegen, die ist ja, glaube ich, Druidin oder sollte eine sein. Sicher bin ich mir gerade auch nicht, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich Druiden finden sollte. Bei Galloway. I always assumed Blondfathen's preferred traditional weaponry. Yet you seem uneasy with the bow. Oh, I was a great shot when I had two eyes. I'm much worse now. It's hard for me to judge distances. Well, you have the luxury of being able to catch dinner without the need of a bow. Exactly. Why aren't more women complimenting me on that? Okay, auch wieder interessante Unterhaltung. Ich dachte immer, Glafantada würden traditionell Waffen bevorzugen. Trotzdem scheinst du dich mit dem Bogen unwohl zu fühlen. Oh, ich war ein großartiger Schütze, als ich noch zwei Augen hatte. Jetzt bin ich viel schlechter. Es fällt mir schwer, Entfernungen abzuschätzen. Nun, du genießt den Luxus, dir dein Abendessen ohne den Einsatz eines Bogens fangen zu können. Ganz genau, warum machen mir nicht mehr Frauen Komplimente dafür? Gut, wo kommen wir am besten raus? Hier. Eigentlich habe ich ja erwartet, dass wir in Ulmenkap Druiden finden würden, die Hivarias helfen können, aber bis jetzt irgendwie nicht so wirklich. Galz an Amas. Unsere Wege kreuzen sich erneut. Ja. Sie können wir nur über Dings hieß, über die Stämme ausfragen. Mann, zu wem muss ich wegen Hivarias? Weil ich würde gerne Hivarias Quest abschließen. Oder wieder Durins holen, bevor wir mit den Göttern sprechen. Need something? May I have a moment, my watcher friend? I'm excited we'll be going to Twin Elms. Nervous, but excited. Hättest du einen Moment Zeit, mein Wächterfreund, oder auf deine Antwort zu warten, reibt er sich seine Hände aneinander und kommt dir näher, wobei er seine Stimme senkt. Ich bin begeistert, dass wir nach Zwingsholm gehen würden. Nervös, aber begeistert. Warum die gemischten Gefühle? It's a matter of trepidation, maybe. I was never a well-accepted member of my own circle. And I'm fairly certain I'll find some way to make an insult or give offense. Sein Auge weicht deinem festen Blick aus und er errötet. Das liegt vielleicht an meiner Ängstlichkeit. Ich war noch nie ein anerkanntes Mitglied meines eigenen Zirkels und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Weg für eine Beleidigung oder einen Verstoß finden werde. And for all I know, the Druids of Twin Elms are in contact with the Hawk and Ivy Circle. The Fisher Crane tribe isn't often this far northwest of the bog, but word of my ostracism could have spread. I've spent years coming up with new reasons to put it off. About time I go there and see what Wal wills me to see.
Und soweit ich weiß, stehen die Druiden von Zwingis im Kontakt mit dem Habicht- und Efeu-Zirkel. Der Frischerkreich-Stamm hält sich nicht oft so weit nordöstlich des Sumpfes auf, aber Neuigkeiten über meine Ächtung hätten sich verbreiten können. Er kichert vor sich hin. Ich habe jahrelang immer wieder neue Gründe gesucht, es aufzuschieben. Es ist aber wirklich an der Zeit, dass ich dorthin gehe und sehe, was mit Wade zu sehen gestattet. Need something? Brauchst du etwas? Er fragt dich mit einer erhobenen Augenbraue. Erzähl mir über Erglanfahrt. Es ist ein grünes Land voller Geschichte, Kultur und natürlicher Schönheit. Mit fast flüsternder Stimme fügt er hinzu, und wir haben schon genügend unerwünschte Eindringlinge, also solltest du besser nicht auf Besuch kommen. Vermisst du es? Früher, sagt er mit einem leichten Stirnrunzeln. Er kratzt sich an seinem zerfetzten Ohr und schaut nach Osten. Es ist die Heimat, ich werde letztendlich dorthin zurückgehen, aber er richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Schulter und zupft sich ein kleines Samenkorn von den Fasern seines Waffenrocks. Siehst du das? Er hält das Samenkorn hoch. Ich weiß, es ist nur ein Samenkorn, aber so eins habe ich noch nie gesehen und ich kann kaum erwarten, was daraus wachsen wird. Jeden Tag sehe ich hier draußen etwas Neues. Eines Tages werde ich in die Heimat zurückkehren, aber fürs Erste übertrifft meine Neugier mein Heimweh und das um das Siebenfache. Warum sollte ich ihr Glanzfahrt meiden? Er sieht dich verblüfft an. Dort gibt es keine Städte zu besuchen, keine Handelszentren zu entdecken. Und anscheinend kommen die meisten Besucher in unsere Lande, um die engvitalischen Ruinen zu plündern. Die antiken Engvitaner gaben unseren Vorfahren die Wälder und im Gegenzug hatten wir ihre Ruinen zu bewachen, um ihre Unberührtheit zu sichern. Und bevor du mich fragst, nein, wir haben keine geheimen Losungsworte oder Handzeichen. Niemand betritt die Ruinen, nicht einmal die Wächter. Was kannst du mir über deinen Stamm sagen? Ich komme vom Fischer-Kranich-Stamm. Die meisten meiner Leute leben weit weg im Südosten und im Tänensumpf. Er verschränkt seine Finger und dehnt sie, bis die Gelenke feucht knacken. Unser Stamm ist nicht sonderlich berühmt, aber wir? Hier war er seit einem Moment lang inne. Sie beschützen ihre Lande in Übereinstimmung mit dem heiligen Eid alter Zeiten. Und so sehr es mich auch schmerzen mag, das zu sagen, ich würde keinen anderen Stamm gerne mit meinem Namen verbunden sehen. Verbunden wissen. Bist du im Sumpf aufgewachsen? Nur kurz, hier, ich will dir etwas zeigen, aber behalte es bitte nicht in Erinnerung. Miarias rollt einen Ärmel hoch und zeigt dir seine Unterarme. Im weichen braunen Fell seiner Arme finden sich schwache Spuren von Henna- und Narbengewebe. Hier bin ich aufgewachsen, auf dem Wanderpfad. Während meiner Ausbildung habe ich ihn auf meinen Arm markiert. Ein Großteil des Stammes bewacht das ganze Jahr über den Tainsumpf. Viele von uns aber waren den Eid, indem wir die weniger bekannten Ruinen patrouillieren, die im ganzen Land verstreut sind. Auch der Habicht- und Efeu-Zirkel tut das. Er deutet auf mehrere der Henna-Mondsicheln auf seinem Unterarm. Wir meiden Häuser, nehmen nur so viel, wie wir tragen können und verlegen unser Lager alle 2 Monate, damit all unsere heiligen Stätten ihre regulären Intervalle in regulären Intervallen besucht werden. Durch diese Nomadenpatrouille kam mein Druidenzirkel zu seinem Namen. Wir kreisen und beschützen wie Habichte, aber wir lassen uns nur auf dem Efeu der Ruinen nieder, also Bäumen in der Nähe, und betreten niemals die Höhlen der Erbauer. Warum genießen die Fischerkraniche hier kein großes Ansehen? Weil die anderen Stämme unausstehliche Geschwisterbrut sind? Er grinst breit und starrt mich mehrere Augenblicke lang schweigend an. Die Fischerkraniche stehen wohl im Ruf, passiv und widerwillige Kämpfer zu sein, was heißen soll, dass die anderen Stämme hart kämpfen, während wir schlau kämpfen. Der Fischerkraniche ist unser Namensvetter, ist ein Raubvögel, der im Sumpfgebiete, der von Sonnenaufgang bis Mittag vollkommen starr bleibt. Wir sind unsichtbare Hüter des Landes und geduldige Jäger von Eindringlingen. Der Drei-Stoßzahn-Stegier-Stamm findet unsere Methode weich und unziemlich, aber ich habe gehört, dass in ihrem Dialekt die Wörter für Cousin und Hure identisch sind. Nur eine Beobachtung. Könntest du dich einem anderen Stamm anschließen? Ivarias legt die Stirn im Falten und schüttelt seinen Kopf. Es gibt Stämme, die mich wohl aufnehmen würden. Die 2-mal gespaltenen Pfeile adoptieren Ausgestoßene wie mich, aber ihre Wege sind nicht die meinen. Manche von ihnen leben sogar unter Dächern. Wie stumpfsinnig. Er schaut noch im Südosten und seufzt. Ich sehne mich nach meiner Heimat, nicht nach irgendeiner Heimat. Vale aber hat meine Streifzüge erfolgreich gemacht und ich akzeptiere, dass ich nicht eher zu den Frischerkeichen zurückkehren werde, bis meine Seele stirbt. Ich habe noch ein paar andere Fragen über Erglanfahrt.
Das wiederholt die Varias einfach. Ich glaube, das ist auch wieder ein Fehler. Sind die meisten Orlaner in Ergelandfahrt nicht wilde? Wild? Yes, I suppose all of us were a bit wild, as my tribe was migratory and we didn't live in permanent houses. Wild? Seine Stimme vor Empörung eine Oktave lauter. Ja, wir waren wohl alle ein bisschen wild, da mein Stamm nomadisch war und wir nicht in festen Behausungen wohnten. But I understand what you're trying to ask. Yes, a slight plurality of Glanfathen Orlans have forest plumage. Growing up with meadow plumage, I was assumed to be weaker than others my age.